Hallo und herzlich willkommen bei Cats in Gold. Ich bin namens Schimschek und es geht heute darum, dass ich mir die Nacht Sorgen um den kleinen Baby Emil mache. Der ist irgendwie ganz ruhig, der hat keinen Appetit, der ist ganz müde und der hat vor einem Laden am Abend auch schon sehr viel geschlafen gehabt. Aber ich habe mir halt gedacht gehabt, dass der durch das ganze Spiel ein bisschen müde geworden ist. Und ich habe mir zuerst nichts dabei gedacht und jetzt, wo ich hier zu Hause bin und ich sehe ihn gerade da unten. Der hatte vorhin auch keinen Appetit und wollte nichts fressen und liegt jetzt dort unten in der Ecke. Und das beschäftigt mich jetzt natürlich auch um die Uhrzeit noch, denn ich finde jetzt gar kein Tierarzt um die Uhrzeit. Und es kann sein, dass der vielleicht Fieber hat, es kann sein, dass der was mit den Zahn hat, es kann sein, dass der Katzenschnupfen hat, weil wenn eine Katze keinen Appetit hat, dann hat sie meistens irgendwie Fieber oder etwas anderes. Oder irgendwie andere Sorgen, wie zum Beispiel, wie gesagt, Katzenschnupfen oder was mit dem Zahn. Denn das ist nicht normal, dass der da jetzt so liegt. Denn da hat irgendwie, wenn eine Katze halt ganz traurig schaut und keinen Appetit hat, dann hat sie irgendwelche Sorgen und ihm geht es halt nicht gut. Und das spüre ich auch richtig. Ich kenne mich ja mit Katzen auch sehr gut aus. Aber wie gesagt, dass der eben bei allen, es haben gerade alle gefressen, der hat nur dran geschnuppert und hat da nicht angefangen zu fressen. Wie gesagt, das macht mir jetzt halt ein bisschen Sorgen. Ich hoffe, da passiert nichts bis in die Früh. Da kommt natürlich gleich sofort in der Früh zum Tierarzt und wird dann sofort getestet, Kontrolle gemacht und natürlich auch, wenn er irgendwie etwas hat, wird die Behandlung auch gleich angefangen. Ich hoffe nur halt, dass es nicht etwas ganz Schlimmes, weil bei Kitten kann sowas halt bei dem kleinen Körper immer sehr schnell sehr böse ausgehen und das ist halt um das, warum ich mir gerade Sorgen mache, nicht, dass er irgendwie was hat und diese 6, 7 Stunden bis in die Früh. Ich hoffe, da passiert nichts und deswegen mache ich mir jetzt ein bisschen Sorgen. Also für mich ist jetzt ganz wichtig, dass ihr ihm auch natürlich die Daumen drückt, denn es beschäftigt mich halt, aber ich gehe mal davon aus, dass der Fieber hat und dass das man halt auch behandeln kann. Ne? Das hoffe ich halt sehr, denn wenn da jetzt was passieren sollte, dann würde mich das natürlich auch sehr, sehr traurig machen und sehr verärgern, denn man hat jetzt so viel, viel gemacht, dass der halt so weit ist. Und wenn jetzt hier halt der ihm was passieren sollte, das würde mich halt dann sehr mitnehmen. Denn jetzt seit Wochen kümmere ich mich um die, dass es denen gut geht, dass sie heranwachsen. Und wie gesagt, das wird halt einen wirklich innerlich sehr fertig machen, wenn dem jetzt was passieren würde. Ne? Deswegen macht mir halt der Emil jetzt hier richtig Sorgen und das werde ich euch dann jetzt auch zeigen. Ne? Ich werde einmal die Kamera drehen. Und schaut mal, da sitzt der ganz traurig. Na Emil, was hast du für Sorgen? Warum bist du so traurig, hä? Warum hast du keinen Appetit? Was ist mit dir los? Das ist nicht normal, dass du so ruhig bist und dich kaum bewegst und so traurig schaust. Normalerweise bist du hier eine der aktivsten Katzen. Und dass der Emil da jetzt so traurig ist und nicht gut ausschaut, ist halt nicht normal. Dann hoffen wir mal, dass der so schnell wie möglich jetzt erstmal einschläft, sich ausruht. Und dann wird er gleich in der Früh sofort zum Tierarzt gefahren. Ich hoffe nur, wenn der hat halt nichts sehr Schlimmes. Ja, Emil, du kommst gleich in der Früh zum Tierarzt, mein Schatz, ne? Du kommst gleich in der Früh zum Tierarzt. Geht's dir denn gut? Zeig mal deine Pfoten. Du hast ja keinen Appetit. Ja, okay, ich störe dich nicht. Bleib da liegen, okay? Ja, alles gut, mein Schatz. Ruh dich mal schön aus, okay? Ja, wie gesagt, es kann sein,
dass der Fieber hat, dann sind halt Kitten immer so ganz in sich versetzt. Die können uns halt nicht sagen, dass sie Schmerzen haben oder denen irgendwas wehtut oder dass sie Sorgen haben. Das müssen wir halt schon selber sehen. Und ich sehe halt auch bei ihm, dass es ihm nicht gut geht. Und ich hole mal ein Stück Leckerli. Denn alle Katzen sind gerade aus dem Zimmer raus. Die spielen hier im Salon. Der Erstgeborene, warte bitte. Na Drache, bist du auch mal wieder da, du Warmduscher? Was, Erstgeborener, was? Was ist Erstgeborener, was? Was willst du schon wieder? So viel Futter bekommen eben. Ihr seht hier, der schnuppert nur dran. Da sieht man jetzt, dass der aus dem Bett gesprungen ist. Aber das hat natürlich nichts zu bedeuten. Der kleine Spatz muss schnell zum Tierarzt und das machen wir dann noch in der Früh. Wie gesagt, und wenn ein Kitten nicht frisst, dann macht es mir halt Sorgen und der hat heute, also vorhin hat er auch Feuchtfutter bekommen, der hat aber nichts gegessen gehabt. Emil, soll ich dir Feuchtfutter holen? Wollen wir es nochmal ausprobieren? Soll ich nochmal Feuchtfutter holen? Wir probieren es noch mal aus, okay? Es gibt mir keine Ruhe mit dir. Warte, ich hole mal ein bisschen Feuchtfutter, Emil. Und dann schauen wir weiter. Stephanie, lass das Gimbal in Ruhe. Was soll das, du Satellitenguckerin? Komm mal her, Emil, komm. Ja, komm mal her, komm. Komm. Ja, jetzt hat er genießt. Habt ihr das gesehen? Und jetzt bin ich gespannt. Na, Gott sei Dank. Ich glaube, der frisst jetzt wenigstens ein bisschen. Auch wenn es so schwach ist, wie der frisst. Also viel Appetit scheint er nicht zu haben. Aber immerhin besser als nichts. Jetzt bin ich wenigstens ein bisschen beruhigt.
Nee. Jetzt hört er wieder auf. Ich glaube, der hat eine verstopfte Nase. Erstgeborener, ihr bekommt alle gleich noch was. Ist in Ordnung. Hör auf zu meckern. Ja, da bin ich jetzt wirklich beruhigt, dass der wenigstens ein bisschen frisst hier. Das stärkt ihn zumindest bis in die Früh, bis er dann direkt zum Tierarzt kommt. Der wurde ja vorgestern geimpft. Kann es sein, dass er auch wegen der Impfung vielleicht das hat? Sondern das Nachwirkungen von der Impfung. Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht. Vielleicht kennt sich da jemand besser mit aus. Also der wurde ja vorgestern geimpft. Wer hat sich hier wieder gekloppt? Drache, kaum bist du hier, gibt's wieder Ärger oder was? Pepper. Ja, lauf gleich weg, lauf gleich weg. Und das hier schon wieder richtig randaliert. Ach ja, und schaut mal hier an der Wand hat man jetzt ein paar Bettchen, die von einer netten Familie aus Deutschland auch mitgebracht wurden. Und die wurden heute montiert von einem guten Freund, sag ich mal, mittlerweile hier bei uns in der Türkei. Und da sieht man, dass die jetzt auch ein bisschen Schlafmöglichkeit da oben haben. Und Erstgeborener gibt gerade keine Ruhe. Und da hoffe ich, dass sie auch drauf schlafen. Und bist du müde oder geht es dir nicht gut, Teddy? Erstgeborener, da hängst du voll an meinem T-Shirt. Schau mal, hier ist überall noch Futter drin. Ich weiß nicht, warum ihr so einen Stress macht. Das kann manchmal echt. Ja, Erstgeborener, schau, hier ist noch Futter. Schau hier. Ich weiß nicht, warum ihr manchmal so, wie, so viel jammert. Hier, ich lege euch jetzt noch mal Futter und ich hoffe, dann ist Ruhe. Ihr habt so viel Futter bekommen vorhin. Hier, komm, du bekommst hier was. Die haben ja alle ihren eigenen Napf. Und es frisst ja nicht jeder aus jedem Napf. Wir haben ja Sonderwünsche hier, die sind ja im Restaurant. Hier, der eine mag dies nicht. Der eine mag aus dem Napf nicht. Ich habe eben noch vom Video noch mal alles nachgefüllt. Okay. Da müssen sie sich noch kloppen. Ich weiß nicht, warum ihr das macht. So. Dann kommt mal her. So, da noch was rein.
Ja, und jetzt ist Futter da. Jetzt wollte er mal doch nicht mehr. Und ich finde es schon gut, dass der Emil doch noch jetzt gefressen hat. Und da fangen sie doch noch an, überall zu naschen. Ja, hier kannst du weiter fressen. Schau, da ist doch was drin, hier in dem Napf. Und Thomas, schön, dass du auch mal wieder da bist. Emina? Ja, Pepe, was wartest du da? Was schaust du da so traurig? Willst du einfach nur hierher, weil es hier kühl ist oder was? Schau mal, wo die alle liegen. Die liegen alle da, wo es kühl ist. Und der Drache ist auch seit, oder sagen wir mal nach langem, wieder mal hier. Da muss er sich gleich richtig erstmal von mir kauen lassen. Jetzt kommt Pepe rein. Ja, Pepe, ich fülle draußen auch noch mal nach, okay? Ja, Pirat. Und deine Kinder interessieren dich wohl gar nicht, ne? Und du kleiner süßer Schatz. Na, was machst du da, hm? Emil ist jetzt wieder dahin gegangen. Schaut mal. Ja, super. Und in die Kuschelbetten legen sie sich auch. Auf die Kühlmatte. Die sehen aber alle so mitgenommen aus. Auch die Stefanie, die jetzt geimpft wurden. Stefanie, du liegst ja auch da im Bett. Ja, und Mama Elif kommt jetzt zum Kitten-Trockenfutter von Proplan. Sie liebt das ja so sehr. Mama Elif. Und der Emil hat jetzt ein bisschen gefressen und ist wieder dahin gegangen, wo der vorhin war. Und schau mal, ich glaube, der hat ein bisschen den Mund auf. Es kann sein, dass der eine verstopfte Nase hat.
Wie gesagt, der kommt gleich in der Früh mit zum Tierarzt und wird dann kontrolliert, was der haben könnte. Und Zongül spielt da gerade oder versucht eine Motte zu fangen. Und Mama Elif ist wie gesagt am Kittentrockenfutter. Das ist das, womit sie sich ernährt. Unsere beiden Mütter dieses Jahr von Mama Elif sind ja leider 6 Kitten gestorben. Von Songül ist eins gleich in den ersten Tagen gestorben. Und die anderen hat sie ja alle gut groß bekommen. Und ein Auge und der kleine Schwarz-Weiße nuckeln auch an ihr. Da von der Terrasse unten. Fristik, hör auf, Stress zu machen. Ich mag jetzt nicht zu nah rangehen, denn weil Pepe dort ist. Die Kitten von Songül. Mal ein Auge hat sich dahin gelegt. Da hat sich überall wer hingelegt. Der Teddy liegt da. Und sieh mal die kleinen Schwarz-Weißen an. Der läuft hier durchs Zimmer. Na, wo willst du hin? Wo willst du hin? Der läuft gleich weg, der Warmduscher. Und Pirat liegt hier auf der Couch. Aber wenn man so denkt, sind auch gerade eigentlich alle Kitten nicht aktiv, außer hier der kleine Schwarz-Weiße. Und Elif ist schon wieder beim Wasser. Die war gerade beim Kittenfutter. Und Abby, du kleine Nervensäge. Sag mal, Pepe, markierst du da oben oder was? Hast du da markiert oder was? Na super. Seht euch das mal an. Ich wusste nicht, dass Weibchen auch markieren. Pepe. Was soll das? Meine Güte, das muss ich sofort da wegwischen. Nicht sein, dass sie hier markiert. Unglaublich. Das noch die Tassen. Auf die Tassen rauf. Kleine blöde Ziege. Unmöglich hier.
echt sauer. Ich kann auch nicht sehen, dass ihr da einfach markiert hier die Tasten. Ja, Pepe, was schaust du mich so an? Was? Was ist Erstgeborener? Was? Was schimpfst du schon wieder? Was schimpfst du, Erstgeborener? Und Mama Elif interessiert gar nichts mehr. Sag mal, jetzt spielt Zonke mit dem kleinen Schwarz-Weißen von der bunten Mama. Was ist... Ja, Pepe, lauf nur raus. Lauf nur raus, du Warmduscherin. Was willst du denn, Pünktchen? Wir wollen jetzt sehen, wie Songül mit dem kleinen Schwarz-Weißen spielt. Das wollen wir uns anschauen. Songül hat gerade richtig Freude, mit den Kitten zu spielen. Jetzt spielt ein Auge auch mit. Ein Auge hat auch geschlafen. Und er sieht, dass man mal Lust zum Spielen hat. Dann ist er gleich mit dazugekommen. Aber nee, sie will mit dem von der bunten Mama spielen. Songül, das ist ja süß, wie du mit ihm spielst und wieder bei dir nuckelt in der Früh. Ja, ein Auge ist ein bisschen langsamer. Elif, warum haust du die? Die spielen doch nur. Ein Auge will auch hinterherlaufen, das ist ein bisschen langsam mit seinem einen Auge.
Und Stiefkitten ist hier neben mir und drückt sich die ganze Zeit gegen mich, dass ich ihn kraule. Ja, der Raum ist auch richtig kühl. Deswegen macht es den Spaß und der Emino schaut zu. Und Petra will sicherlich mitspielen hier. Jetzt kommt das gediegerte Kitten auch. Schon schön zu sehen, wie die spielen und was sie für eine Energie haben. So, mal ein Auge ist da und der Gelbe ist hier. Und Emino schaut von da oben richtig zu. Der kleine Schwarz-Weiße geht aber ab. Wenn ich ehrlich sein soll, die ganzen Kitten gefallen alle nicht nach der Impfung jetzt. Sie sind alle so ruhig. Schau mal, dort im Rohr ist auch die Getigerte. Und Elif kommt jetzt zu mir und sagt, kau mich. Zombie geht jetzt hier wieder unter die Klimaanlage. Ich denke, hier kommt genau die Luft hin, wo sie da gerade liegt. Es kann auch sein, dass die Kitten hier gerade so abgehen, weil der Raum so kühl ist. Der ist extra gekühlt. Die Klimaanlage läuft ja. Na, nicht zum Strom. Komm weg da. Komm, schnell weg da. Komm.
Und da sieht man die beiden Kitten von Songül, wie die spielen. Und schaut euch mal den kleinen Süßen an. Ich glaube, der will sich stärken. Der hat das gerochen. Und Paul, da bist du schon wieder. Ich meine Pepe. Nee, Pepe, den nimmst du bestimmt nicht mit. Ja, was ist, Elif? Wir sind hier gerade im Video. Ich kaule dich auch später. Schau. Songül ist gerade richtig in Spielstimmung. Schaut mal. Ach, Songül, du rutscht richtig aus beim Wiehagen der Kitten. Hier die beiden sind auch ganz in dem Element, ganz in ihrem Element. Und Elif will einfach nur gekraut werden. Das ist ihre einzige Sorge, die sie hat. Kraul mich, was anderes will ich nicht. Sind runtergefallen vom Toben. Ja, Pirat, das sind deine Kinder, genau. Das ist so richtig Attacke. Und jetzt hängt das Kleine da fest. Ja, jetzt ist die Familie da. Und der eine hängt fest. Komm mal her, kleiner Schatz. Komm mal und Pirat ist wieder bei seiner geliebten Songül. Die gehen jetzt beide ins Rohr rein. Schaut mal, die Songül ist im Rohr. Und der Pirat schaut dazu. Ein Auge geht zu Stiefmama. Da sieht man jetzt ein Auge. Und der Gelb-Weiße will dort das Spielzeug von Stiefkind, hat irgendwie was, was aus dem Schrank raushängt. Und die anderen versuchen da ranzukommen. Und die anderen spielen hier. Ja, Elif, jetzt bist du hinter mir gegangen und hast dich dahin gelegt. Du liegst auch manchmal hier, manchmal da, dann wieder dort. Und Stiefkitten hängt fest an dem Spielzeug.
Warte mal kurz. Gut, hängt aber ganz schön fest. So, warte mal kurz. Alles gut, so. So, das ist extra für dich gemacht, Abby. Du kannst gerne da hochgehen. So. Das ist da für euch, Stiefkitten. Ihr könnt gern da oben bleiben. So. Ja, das ist für euch. Ja, nicht runterfallen. Stiefkitten. Ich glaube, ich habe den falschen Kater darauf getan. Ich hätte über Petra da drauf tun sollen. Ich hoffe, er kommt nicht mehr runter. Na, Stiefkitten, dafür bist du zu dusselig, ne? Du Schlafmütze. Um da runter zu kommen. Na, zum Glück bist du nicht runtergefallen. Pirat, das ist dein Kind. Warum bist du so grob zu ihm? Ich glaube, die fühlen sich da oben wohl. Na, Emino, da kannst du besser beobachten, ne? Von hier oben. Na, fühlst du dich da wohl? Na, wenn sie sich nicht wohlfühlen würden, würden sie gleich wieder runterspringen. Schaut mal, die fühlen sich da wohl. Sonst kommen Katzen da schneller runter, als ihr denken könnt. Was ist los? Was ist los? Schaut mal. Die beiden spielen da auch. Ein Auge. Und der Schwarz-Weiße. Ja, Stiefkind, wenn du noch nicht runterkommst, hole ich dich da runter. Ich habe keine Lust, dass du in der Nacht miaust. Ich sag's dir nur. Na, da bist du jetzt neugierig, ne? Du mit deiner gebrochenen Pfote. Da hast du nichts zu suchen. Pünktchen.
Ja, Pünktchen, dir ist der Platz nicht aufgefallen, ne? Ne, Pünktchen. Na, und du fühlst dich hier wohl, ne, Abby? Ich hoffe, du bleibst hier und kommst mich nicht immer kratzen, wenn ich schlafe. Hast jetzt ein gemütliches Bett, guck. Nur für dich. Ja, das macht sie mal. Seht ihr so? Mit den Krallen, wenn ich schlafe, kommt sie immer zu mir. Seht ihr das? Genau das macht sie immer auf meinem Körper. Kannst du jetzt hier bleiben? Da musst du mich nicht immer so kratzen. Seht ihr, das macht sie immer, wenn ich schlafe. Ich muss sie mal wegschubsen. Aber sie hört nicht auf. Seht ihr, genau das macht sie. Ja, jetzt bist du auch neugierig, ne, wo die da oben sind. Eben war es noch uninteressant, jetzt sind da oben welche. Jetzt ist es auf einmal interessant geworden, oder was? Und schau mal, die fühlen sich wirklich da oben wohl. Sonst sind die da schneller unten, als man denken kann, wie gesagt. Jetzt habe ich die da oben hingetan. Du hast aber heute echt Feuer im Hintern, kleiner Schatz. Na, Stiefkitten. Ich hoffe, du kommst da runter. Hast du es doch überlegt, nicht runter zu springen? Stiefkitten. Was, Emino? Was ist, Emino? Gefällt dir dein Bett? Gefällt dir das neue Bett? Na, das ist sehr süß. Jetzt habt ihr Betten, Tunnel. Und Abby ist schon am Schlafen. Ich hab mal das. Der Pirat, in der Mitte sein Sohn und unten rechts die Mutter. Und wir gehen mal zu unserem heutigen Sorgenkind, zum Emil. Na, Emil, du siehst aber wirklich mitgenommen aus, mein kleiner Schatz. Stefanie ist beim Trockenfutter.
Und schaut mal, Stiefkind ist auch eingeschlafen. Das heißt, sie fühlt sich wohl da. Und Petra auch. Sieht euch das mal an. Ich hätte nie gedacht, dass das so schnell geht. Schaut mal, die Petra schläft schon. Stiefkind auch. Die schlafen ja schon hier. Abby schläft auch. Na, das freut mich ja wirklich, dass sie das sofort hier anerkannt haben. Diese Wandbetten. Na, Zicke, da bist du gerne auch drauf, ne? Da bist du neugierig, was ist das da, ne? Ja, Zicke, da bist du neugierig, ne? Was ist das da oben? Ja, Petra. Na super, die fühlt sich ja wohl. Das macht mich gerade so glücklich. Wo ich die hier so glücklich drauf sehe. Ja, Emino, dann leg dich doch auch schlafen. Leg dich auch schlafen, Emino. Schau, wie Stiefkind da liegt. Jetzt musst du dich nicht mehr im Rohr verstecken, Stiefkitten. Und Elif liegt jetzt da unten. Sag mal, Elif, du liegst auch alle 10 Minuten woanders, ne? Eben lagst du auf dem Tisch, dann lagst du auf der Couch, jetzt liegst du auf dem Boden, davor lagst du auf dem Boden. Und ich weiß, was du willst. Ich weiß, was deine Sorgen sind. Ich weiß, das Einzige, was du willst, Erstgeborener. Das Einzige, was du willst, sind Streicheleinheiten mit deinem Blick dort hinten. Und Pepe ist auch da. Dann schon mal Heidi. Denkt auch, was sind das da für Betten? Ich will auch da gerne hoch, denkt sie sich. Ehrlich, man könnte echt aus Versehen auf dich treten hier. Jetzt treffen da zwei Zicken aufeinander. Mal sehen, was das wird. Na, hört auf, geht euch aus dem Weg. Alles gut. Alles gut, Heidi, alles gut. Zicke, komm mal da weg. Geh mal da runter, ist da. Alles gut, okay? Zicke, ich hab gesagt, alles gut. Alles gut, aua, jetzt hör auf mich zu beißen, du Zicke. Aua.
Emino? Ja, was? Der antwortet sogar. Der sagt, ja, bitte. Das ist aber ein gemütliches Kissen, ne, Emino? Das ist aber ein gemütliches Kissen, ne? Ja, Emino, alles gut. Was ist, Emino? Was ist? Was? Was, Emino? Was, Emino? Was ist, Baby Emino? Was? Was ist? Was ist mit deiner Nase? Läuft deine Nase? Mini Pirat, das Publikum macht sich Sorgen um dich und du machst dir dort einen schönen Abend in diese eine Höhle da unter der Couch. Kommst mal ein bisschen raus? Der Mini-Pirat. Und dann schläft doch das Kittikette von Zongül. Und morgen kommen Zongül und ihre Kitten zum Tierarzt. Was, Emino? Was ist, Emino? Was? Was ist, was? Was ist, was willst du mir sagen, Emino? Emino, du fühlst dich wohl in deinem neuen Bett. Ne? Oder willst du darunter? Na, und da sieht man das Kitten vom Pirat und das Pirat daneben an. Und schaut mal, Zongül gibt keine Ruhe, die spielt und hüpft und macht und tut mit dem kleinen Schwarz-Weißen. Der flitzt ja richtig durch die Gegend. Ich bin so froh, dass ich ihn hier aufgenommen habe. Den hätte man noch niemals alleine da unten lassen können, das arme Tier. Sieht euch das mal an dort. Was für eine Freude da am Leben hat. Was für eine Freude der hier hat.
mit seinen Stiefgeschwistern, mit seiner Stiefmutter. Seht ihr, da ist er. Jetzt kommt Stefanie. Und unsere vier da oben. Ich weiß nicht, ob sie heute da bleiben. Aber zwei schlafen tief und fest. Man sieht hier überall Katzen. Komm her, du kleiner süßer Spatz. Komm her. Der lässt sich nicht fangen. Der kleine Traktorfahrer. Und unser Sorgenkind heute Nacht, Emil, man sieht aber schon an, dass du krank bist. Du kommst morgen früh gleich zum Tierarzt, okay? Ja, und Mama Elif geht wieder zum Trockenfutter. Ich fange der kleine süße Spatz. Ja, das wird noch eine Zeit lang so gehen, die Nacht. Die gehen ja richtig ab hier. Und was ist mit dir, Erstgeborener? Was schaust du so traurig? Ja, und Abby ist runter von da oben. Und Pepe isst da und frisst die Reste. So, jetzt habe ich die Zicke da oben drauf getan und mal sehen, wie die sich verhält. Die scheint auch sich da oben wohl zu fühlen. Und Emino schaut sich hier die Gegend an, von da oben. Ich bin Emino. Ja, und die Kitten
sind hier am Spielen. Und jetzt kommt Mini Pirat da raus. Ach, Bounty, du bist ja auch hier. Du bist ja auch kraulsüchtig, das wissen wir ja. Und schau mal, egal, wenn ich da oben hin tue, die fühlen sich gleich total wohl. Die sind schön zum Anschauen. Ja, und so haben wir heute gesehen, dass es den Katzen eigentlich im Allgemeinen ganz gut geht. Dem Emil geht es halt nicht besonders gut. Das werden wir dann gleich morgen früh kontrollieren lassen vom Tierarzt. Dann musst du sowieso morgen zum Tierarzt mit den Kitten von Zongel. Ich hab dich gefangen. Komm her. Komm her, ich trau dich jetzt. Ne, der ist abgehauen. Und man sieht auch, dass er sich ganz gut hier eingelebt hat. Der kleine süße Spatz, was mich auch sehr freut. Mama Elif ist immer noch das Kittenfutter fressen von den Kitten. Und ich möchte mich dann für heute verabschieden. Drückt bitte den Emil die Daumen, dass er so schnell wie möglich fit wird, denn dann macht mir jetzt ein bisschen Sorgen. Ich danke euch alle fürs Zuschauen, fürs Liken, fürs Teilen, fürs Kommentieren und für die Sterne. Ich sage dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.